Der Tactical Dad hat auf seinem YouTube-Kanal gestern ein Video veröffentlicht und damit, verzeiht mir die Formulierung, eine Bombe gedroppt. Und zwar geht es eben um genau solche Soft-Air-Spielzeugwaffen, also Soft-Air-Waffen, die nach dem deutschen Waffengesetz gar nicht als Waffe gelten, sondern als Spielzeug, weil sie halt eben weniger als 0,5 Joule Geschossenergie haben und auch nicht als F im Fünfeck markiert sind und damit eben ja als Spielzeug eigentlich gelten. Und da kommt nämlich der Knackpunkt. Für solche Spielzeugwaffen gibt es keine Ausnahmeregelung, dass man die auf fremdem Boden führen darf, also auspacken darf aus einem Transportbehältnis zum Beispiel. Was heißt das jetzt genau? Ihr wisst ja, ihr dürft freie Schusswaffen, wie zum Beispiel so eine Schreckschusswaffe, die dürft ihr transportieren in einem verschlossenen Behältnis. Genauso auch wie hier so ein CO2-Revolver oder natürlich klassisch das Luftgewehr. Ihr dürft das, wenn ihr die Munition rausnehmt und dann in so einem Waffenkoffer zum Beispiel verschlossen, dürft ihr das transportieren, zum Beispiel eben zu eurem Kumpel nach Hause, und mit dessen Einverständnis dürft ihr es da auch wieder auspacken und dann bei ihm auf seinem eigenen Grundstück oder im Keller zum Beispiel damit schießen. Soweit, so gut, wisst ihr sicherlich. Das gilt aber alles nur für Waffen, also zum Beispiel eben für freie Waffen mit dem FN5-Eck, für CO2-Revolver oder Luftgewehre oder auch eben Soft-Air-Waffen mit dem FN5-Eck. Für Spielzeug-Soft-Air-Waffen gibt es diesen Ausnahmeparagraphen gar nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine solche Spielzeugwaffe mitnehmt, zum Beispiel zu einem Freund oder aber zu einem Soft-Air-Match, macht ihr euch strafbar. Das ist zumindest die Meinung von Tactical Dad und ich empfehle euch wirklich, schaut euch das Video an, weil er das auch rechtlich herleitet. Also bevor ihr jetzt vorschnell urteilt, ich empfehle euch auf jeden Fall, schaut euch sein Video an, wenn euch das wirklich interessiert, die rechtliche Grundlage davon. Also das war auch für mich ein ziemlicher Brummer, weil macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, wenn man mal überlegt, so eine Soft-Air-Spielzeugwaffe mit 0,3 oder 0,4 Joule, das ist ja nix. Das ist doch, selbst wenn man wollte, könnte man damit niemanden verletzen. Der HDR-68, ja, der kommt auf 7,5 Joule. Und wenn man da mit dem Kaliber 68, das ist doch gar kein Vergleich. Bei freien Waffen kein Problem. Bei Spielzeugwaffen allerdings gibt es keine Ausnahmeregelung. Und das macht natürlich wenig Sinn und das zeigt auch, wie kaputt eigentlich das deutsche Waffenrecht ist. Jetzt höre ich aber schon den einen oder anderen einwerfen, ja, Moment mal, wenn das ein Spielzeug ist, wenn das schon per Gesetz als Spielzeugwaffe definiert ist, dann braucht es auch nicht extra eine Ausnahmeregelung, weil Spielzeug fällt ja eh nicht unter das Waffengesetz. Das ist ein gutes Argument und da bin ich auch mal gespannt, wie dazu noch argumentiert wird. Andererseits denke ich allerdings, so eine Waffe, auch selbst so eine Spielzeugwaffe, ist dem Anschein nach ja eine echte Waffe. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich schon das Triggerwort mitbekommen. Dabei handelt es sich dann auch gleichzeitig um eine Anscheinswaffe. Und damit fällt auch so ein Spielzeug wiederum unter das Waffengesetz. Also für mich ist das alles nicht klar. Ich selbst bin kein Waffenrechtsexperte. Ich kenne mich zwar mit dem Waffengesetz auch ein bisschen aus, sollte ich ja auch, aber ich bin da absolut kein Experte drin und von dem her bin ich mal gespannt, was die Diskussion da noch so bringen wird. Ja, dass uns von Spielzeug-Software-Waffen keine Gefängnisstrafe droht, ist, denke ich mal, klar. Aber Tactical Dad wollte auf ein größeres Problem aufmerksam machen, auf ein generelles Problem, nämlich das deutsche Waffengesetz an sich. Das deutsche Waffenrecht ist in den letzten paar Jahrzehnten so dermaßen zerstückelt und verkompliziert worden, dass es so viele Fettnäpfchen gibt und so hohe Hürden, dass es eigentlich wirklich, also ich finde dafür keine Worte mehr. Und Tactical Dad verweist hier auf den VDB, also der Verein Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler. Der VDB hat dazu eine neue Aktion ins Leben gerufen und die ist tatsächlich vor wenigen Minuten live gegangen, als ich angefangen habe, dieses Video zu drehen. Und die Aktion heißt Next Generation Operation Reset. Und wie der Name schon vermuten lässt, es geht dabei um die Überarbeitung des deutschen Waffengesetzes. Und eine Forderung des VDB ist zum Beispiel schlichtweg europäische Verhältnisse im deutschen Waffenrecht. Und das kann ich nur unterzeichnen und euch geht es wahrscheinlich genauso, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt oder selber davon betroffen seid. Warum nicht europäische Verhältnisse im deutschen Waffenrecht? Es fordert ja keiner amerikanische Verhältnisse, um Gottes Willen.
aber wenigstens europäische Verhältnisse. Also wenn ihr auch selbst nur im Entferntesten davon betroffen seid oder betroffen sein könntet, egal ob ihr jetzt Jäger seid oder Sportschütze, Hobbyschütze oder Bushcrafter, dann kann ich euch nur ans Herz legen, schaut nicht weg, engagiert euch da ein bisschen, werdet meinetwegen Fördermitglied beim VDB. Ich werde dafür jetzt nicht bezahlt, ja, ich sage das einfach, weil ich selbst davon überzeugt bin. Es liegt mir selber auch am Herzen. Und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr selbst davon betroffen seid. Also habt ihr selber so eine Soft-Air-Spielzeugwaffe und wart damit schon auf fremden Grundstücken unterwegs und habt euch damit strafbar gemacht. Oder ist euch das eh alles komplett wurscht? Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.